Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, eure Jutta von JM Kreation. Ich zeige euch heute aus unserer Serie mit den Basic Tutorials für unsere Standschablonen, wie ihr mit der Standschablone Vogelhaus und Universalschachtel eine Box anfertigen könnt. Ihr braucht dazu, wie gesagt, schon die Universalbox, Schachtelstanze und das Vogelhaus in groß. Und ihr stanzt euch die Einzelteile, die Universalschachtel stanzt der euch zweimal aus und da schneidet er ein Drittel weg. Das entfernt er also einfach. Das braucht man hier nicht, weil das ist jetzt für andere Standschablonen noch ausgelegt und da kann man dann zum Beispiel für den Sack oder so braucht man mehr und für andere braucht man ein bisschen weniger. Deswegen ist die manchmal ein bisschen länger, manchmal ein bisschen kürzer. Dann falzt ihr euch jetzt die Laschen um. Und beim zweiten Teil genauso. So. Und das ist ja wieder ein Basisvideo für das Tutorial. Da machen wir ja keine Verzierung und nichts. Es geht rein nur um die Technik, wie das Vogelhaus jetzt zusammengesetzt wird aus der Standschablone. Wenn man sich quasi die Standschablone gekauft hat und will sich nur mal informieren, wie funktioniert das Teil. Videos mit dekorierten Standschablonenteilen, die zeige ich euch dann extra. Dann braucht ihr von dem Vogelhaus die Hausfront und die Hausrückseite zweimal. Auch da falzt ihr euch die Laschen um. So. Das haben wir, das haben wir. Dann braucht ihr das Dach, braucht ihr einmal. Da müsst ihr euch, wenn ihr das ausgestanzt habt, einfach mal hier die zwei Einkerbungen noch durchschneiden. Also hier und hier. Und falzt euch auch die wieder um. Knickt das nochmal in die Mitte. So. Dann braucht ihr die Verschlusslasche, die dabei ist. Die braucht ihr zweimal pro Haus. Auffalzen. So. Dann gibt es ein Teil, das sieht so aus. Das ist also die Variante für den Winter, für den Schnee. Ich zeige es euch gerade mal hier. Also das ist das Haus. Und wenn ihr jetzt mit die Schneeoptik haben möchtet, dann ist das quasi, dass ihr euch das so draufklebt. Geh her. So und so. Dann ist es ein Schneehaus. Ja. Und wenn ihr aber lieber das fürs Untersjahr machen möchtet, dann stanzt ihr euch das Ziegelteil zweimal aus und das kommt dann quasi nachher so daher. Ja. So. Das Teil müsst ihr quasi, wenn ihr jetzt Dachziegel noch machen wollt, links und rechts, noch 8 bis 9 Stück braucht ihr da, damit ihr da schöne Dachziegel machen könnt. Und also außer denen zwei, ja. Ihr braucht dann quasi 8 bis 9 Stück und die schneidet ihr euch einfach in der Mitte durch. Und dann kommen die, werdet die hier so draufgeklebt. Und zwar fangt ihr unten an. Ich mache jetzt mal eine Seite. Das geht, ne? Und beim ersten gehen wir her und die Bogen, nicht dass man dann, also dass das jetzt bündig mit der Bogen ansetzt, sondern mit der Innen, wie soll ich das jetzt erklären? Das, was hier innen ist, das ist die Kante. Dass man das nicht sieht.
Und so klebt ihr euch das schuppenförmig hier drauf. So, das wäre es jetzt. Dann haben wir das. Wenn ihr euch die Laschen, ich habe sie jetzt in Rot ausgestanzt, damit man nachher das sieht, aber wenn ihr euch die Laschen ausstanzt, dann stanzt sie bitte in der gleichen Farbe aus wie hier das Haus, weil ihr das dann nachher, seht ihr das, hier sieht man so ein bisschen durch und wenn ihr das genauso die gleiche Farbe macht, dann verschwindet das optisch ein bisschen. Dann fällt es nicht so arg auf. So, dann kleben wir uns jetzt erst einmal. Ach, noch was. Wenn ihr jetzt euer Haus verzieren wollt, wir machen das jetzt einfach mal mit den Sachen, die dabei sind. Sind ja ein paar so Deko-Teile dabei. Die Löcher noch nicht rausgemacht. Das kann man ja 1000 verschiedene Varianten verzieren. Aber wenn das jetzt schon mal dabei ist, dann kleben wir uns das drauf. Das Wellenteil. Also ich verziehe mir die Schachteln lieber, wenn sie noch plan sind. Ihr könnt natürlich auch ein Loch reinstanzen, da könnt ihr oder eine Folie dahinter machen. Und deswegen muss man das ja dann sowieso machen, bevor man es zusammenklebt. Das ist zwar jetzt hier nicht prickelnd von der Farbe her, aber einfach nur, damit ihr seht, was das alles ist. Dann haben wir hier einen Zweig. Und dann so rum oder so rum? Ach, so rum. Hm? Und das kleine Vögelchen. Die lassen sich für normale Karte ja auch super schön wieder verwenden. Und dann ist das der kleine Flügel. Nur mal so, damit ihr wisst, was das zu bedeuten hat. Dann gehen wir her und kleben uns unsere Universalschachtel zusammen. Und zwar immer, das ist der Boden, also das sind dann die Seitenteile und das ist der Boden. Dann streicht euch der Kleber hier drauf. Fügt die zusammen. Und dann klebt ihr euch diese Laschen gleich mal hier dran. Das ist einfach, weil wenn nachher das Haus zusammengebaut ist und ihr müsst dazwischen reinlangen. Also einfach nur so, dass das nach innen klappt. Dann auf der einen Seite wird es dachfest geklebt und auf der anderen Seite kommt nachher ein Magnet dran. Und den Magneten könnte ich mir eigentlich auch gleich aufkleben. So. Und dann kleben wir uns das hier fest. Und jetzt guckt er einfach nur, dass das unten fest macht und dann die Seite so hier festklebt. Also man streicht sich das da unten ein. Diese Laschen hier und hier
Bin ich überhaupt im Bild? Ja. Ne, mache ich nochmal so. Legen wir das so daher, stoß die Kante so gegeneinander. Mein Kopf nicht im Weg. So, und dann drücke ich mir das hier so fest. Hier genauso. Ich gucke, dass man mit der Kante schön bündig ist. So. Dann kommt das zweite Teil drauf. Und dann das zweite Schachtelteil, Hausteil, Schachtelteil, ja. Und da fahre ich jetzt mit dem Falzbein ein bisschen innen rein. Drück mir das fest, wenn ich was sehen würde hier. Ja. So. Ich muss immer gucken, dass ich mit dem Kopf hier nicht über der Kamera hänge, unter der Kamera hänge, sonst stehen dann meine Haare und sonst nichts. So. Dann wäre mal das Schachtelteil schon fertig. Und wie gesagt, ihr könnt es jetzt mit Ziegel machen oder ohne Ziegel machen oder mit Schnee, ohne Schnee, also das bleibt ja euch überlassen. Und damit wir die ganze Schachtel jetzt auch aufmachen können, eigentlich könnte man es ja hier festkleben. Also wer möchte, kann es auch hier festkleben. Also hier an den zwei Laschen einfach nur so festkleben. Dann könnt ihr halt nur die eine Seite aufmachen. Aber ich habe es jetzt so gemacht. Die zwei Dinger kommen nach außen. Und ich mache es jetzt so. Streich mir das ein. So. Dann stelle ich, jetzt muss ich das mal hinstellen, stelle mir das hin. Knick mir das hier und leg den Knick hier oben aufs Dach drauf. Und dann drücke ich das hier runter und drücke das unten an der Lasche ein bisschen fest. Dann bin ich automatisch da, wo ich sein muss, damit das quasi, also nicht einfach hier festklebe, sondern dass der Mittelpunkt vom Dach hier oben ist und dann hier unten ein bisschen festdrücke und dann ergibt sich das ganz von alleine, wo das unten hin muss. Jetzt klebe ich das schön mal zumachen. Und dann, wo ist mein zweiter Magnet jetzt hin? Leg mir den quasi da drauf. Ziehe mir das zweite Teil ab. Kipp mir das zu, gucke, dass ich den ein bisschen erwische und dann vollends festdrücke. So. Und dann könnt ihr das nämlich immer wieder so auf und zu machen. Und jetzt könnt ihr da vorne, wenn ihr möchtet, also entweder der Schnee oder das als Ziegel hier festkleben. So, einmal. Dann habt ihr den Fürst. Genau, das Wort habe ich gesucht. Der Dachfürst. So, jetzt lasse ich mal gerade eine Seite so. Also ihr könnt mit Ziegel machen, mit Dachfürst. Wenn man Kleber nicht richtig drauf macht, dann hält es auch nicht. Ohne Kleber geht es halt doch nicht. Muss aber nicht zwingend sein. Ihr könnt die Hausseite auch so machen, dass es glatt lasst und auch den Dachfürst glatt lasst. Oder ihr könnt euch dann quasi
für den Winter, wenn er ein Winterhaus macht, die Schneeoptik machen. Das könnt ihr auch machen, ein bisschen abschneiden und unten dann das Haus in den Schnee setzen. Also da habt ihr dann wieder verschiedene Möglichkeiten. Ich hoffe, das war soweit verständlich. Und ihr könnt es jetzt auch umsetzen mit unserer Standschablone, mit der Universalschachtel. Und freue mich schon, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Danke euch fürs Zusehen und tschüss, eure Jutta.